Zweikampfsofa. Wir spielen zusammen. Hallo, hier ist das Zweikampfsofa und wir wurden getaggt. Didli, 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 didli. Okay. Ja, wir wurden getaggt vom Erik von EMBLP. Grüße! EMBLP. Sein Video heißt, ich wurde getaggt 2.0. Ich schätze mal, was das zweite Video ist. Bei uns müsste es denn, ich wurde getaggt 6.0 heißen. Aber ich glaube, wir nennen es ganz einfach 9 Fragen und 18 Antworten, weil jeder von uns muss ja beantworten. Und 2x9 sind? Mehr als 2? Knapp. Ja, die fangen wir mit der ersten Frage an. Die ist total simpel. Wie alt bist du? Hast du mich jetzt gefragt oder was? Ich muss jetzt verantworten. Ja, Sagen wir mal so, wie man sieht, knapp über 30. Also wir sind deutlich die Ältesten hier. Das ist halt die einfach Ältesten. So. Also hier vor allem. Also diesen Raum sind wir bestimmt die Ältesten. Ja. Und du, ihr seid ja voll. Ja, wir sind ganz schön. Ich würde es mal trotzdem eingrenzen wollen. So die 70er haben wir noch irgendwie erlebt, tatsächlich. Also, Die coolen 70er. Aber was auch wieder zeigt, dass man auch im fortgeschrittenen Alter durchaus noch Spaß am Spielen haben kann. Naja, Spaß haben kann. Ob wir gut spielen. Spaß am Spielen habe ich. Ob ich gut spiele oder ob andere an Spaß haben, das müsst ihr jetzt entscheiden. Aber na ich gut, habe Spaß. Na gut. Es gibt ja auch diesen schönen Spruch, dass man erst alt ist, wenn man aufhört zu spielen. Dann ist man wirklich alt. Leute, das ist es. Mhm. Sehr cool. Mir ist auf die Uhr gefallen. Mein Uhrgerät. Star Wars oder Star Trek? Die Frage hatten wir schon mal. Wir beantworten sie aber gerne nochmal. Star Wars. Star Wars. Logisch. Ich meine, beides geguckt, beides gesehen, alle Folgen, bla bla bla, aber Star Wars. Aber, jetzt kommt ein Aber. Eine zusätzliche Frage stellen von Star Trek, was denn da am besten? Was denn da am besten? Also die Uraltfolgen mit Enterprise normal, der mit, wie hieß er noch? Ich weiß schon nicht mehr, wie der Captain heißt. Kirk. Richtig. Kirk. ja, für die damalige Zeit okay, aber also ich würde mal sagen, gruselig, wenn man es heute anschaut. Die Generation 2 ist eigentlich so mein, weil danach. Die Next Generation. Die zweite Generation, denn diese. Die andere Geschichte. Deep Space Nine, ja, danke. Oh Gott. Aber kann man alles gucken? War Deep alles, Space Nine hieß ja gar nicht. Doch, ich glaube schon. Deep Space Nine. Voyager gab es da noch. Ja. Dann gab es noch Enterprise. Wie heißt Enterprise? Die Kinofilme meinst du? Nein, die Serie, die damals spielte. Ach so, ja. Ja. Die fand ich persönlich am besten. Echt? Ja. Also kann man alles gucken. Also ich bin sowieso nicht so der ultimative Fanboy. Yay! Weiß ich nicht. Also ich kann das gucken. Ich finde es coole Action, sind auch coole Charaktere irgendwie. Aber ja. Aber okay. Star Wars ist... Hickey hinter. Glaubst du an Schicksal? Boah! An Sonntag, ja, ich glaube an Schicksal. Haben wir auch schon mal besprochen, glaube ich. Kann das sein? Nee, so privat, konkret... Dein privat, glaube ich. So konkret noch nicht. Glaubst du an Schicksal? Ja, ich glaube an Schicksal. Es ist so. Manchmal kriegt man das ab, was man, ne? Naja, also der Glaube an Schicksal würde ja bedeuten, jetzt wird es echt philosophisch, tut mir leid, würde ja bedeuten, ich kann eigentlich nichts tun, weil alles, was ich tue, ist Schicksal und es ist vorbestimmt und egal, was ich mache, es läuft sowieso drauf hinaus. Ja, das wäre Schicksalsglaube in meiner Definition. Es gibt viele Freiräume, manchmal kommt auch irgendwas, was... Also ich habe schon sehr früh für mich mal definiert und ich denke, also es ist mein Problem, ich denke immer sehr viel in Bildern. Also es gibt ja Menschen, die denken tatsächlich nur an Worten oder wie auch immer. Genau, deswegen Bilder. Und für mich ist Schicksal so, wenn man geboren wird sozusagen, das ist wie so ein Baum. Also es fängt mit einem Stamm an und dann verästelt sich das ganz schnell. Und ich habe immer die Wahl, welchen Ast, sozusagen welche Abzweigung ich denn nehme. Und diese Abzweigung hat dann wieder weitere Abzweigungen. Und ich habe jedes Mal die freie Entscheidung, welche Abzweigung ich nehme, mit Pro und Contra und mache ich das nicht. Das ist sozusagen dann der Schicksalsbaum, der sich mir insgesamt geboten wird. Das würde ich wohl unterschreiben. Aber die Abzweigungen, die ich nehmen kann, die sind immer freie Entscheidungen in meiner Welt. So ist es, Und deswegen, jein. Also Schicksal insgesamt gibt es halt nur eine Vielzahl, eine unendliche Vielzahl von Möglichkeiten. Aber ich habe die Wahl, welche ich davon nehme. Genau. Also ich sehe es immer mit Räumen, also Räume mit Türen. Dann kann ich mir aus welche Tür ich dann öffne. Dahinter ist wieder ein Raum.
Und ich sehe es eigentlich so ähnlich, nicht wie ein Baum, ich habe ein anderes Bild. Okay. Ja, aber ne, jeder, hat ja. So, jeder hat so aber seins. Warum sind auch mal nackte Mädels, aber das ist... Aber so dieser Schicksalsglaube, ich kann eigentlich nichts tun, weil das, ja, das ist vorbestimmt. Ist Quark, ja. Das ist in der Ecke nicht. Und macht gar nichts. Genau. Bleib da mal. Und das ist nun gar nicht meins. Also, nee. Gibt ja auch so schön die Unterteilung der Menschheit in Unternehmer und Unterlasser. Wobei Unternehmer nicht unbedingt die Leute sind, die sich selbstständig gemacht haben, sondern die einfach was machen, was schaffen. Mhm. Und die anderen, die halt eher sagen, nee, lass mal. Also da Verhinderer. Tausend Gründe kennen, warum was nicht funktioniert, bevor sie es gemacht haben. Die Nähsager. Warum YouTuber, in Klammern aus welchem Grund, ist Frage Nummer 4. Ist keine Nummer davor geschrieben. Nö. Warum YouTuber, aus welchem Grund? War einfach lustig. Jetzt mecker noch, ich habe überhaupt mal die Fragen rausgeschrieben. Hallo? Danke, dass du es getan hast. Also, warum YouTuber, aus welchem Grund? Weil just for fun einfach. Ne? Ich muss jetzt zurückdenken, weil ich habe ja schon einen Kanal. Ich fand einfach, dass dieses Thema noch gar nicht so beleuchtet worden ist. Und da habe ich den Kanal gemacht und jetzt diesen Kanal war einfach, also weil wir sowieso was zusammen machen wollen. Ich glaube, dieses... Viele, vor allem auch die jüngeren YouTuber, das liegt jetzt vielleicht auch in unserem Alter irgendwie, aber so dieses schnelle Geld und reich und berühmt werden und morgen bin Juhu! Ich bei ProSieben und mache hier irgendwie Bob fahren oder sowas. Ne? Also, da kommen wir auch noch hin. Bob fahren. Fang mal. Hallo Bob, leg dich mal hin. Leg dich mal hin, Bob, du fährst jetzt. Siehst du, geht doch. Das ist vorbei. Also die Zeiten, glaube ich, da müsste man echt eine ultimativ geniale Idee haben. Let's Play, glaube ich, ist sowieso mehrheitlich jetzt schon fast eine Nische, weil alle wollen jetzt so Vlogs und Live-Moderation und erzähl aus deinem Leben und mit wie vielen Leuten hattest du schon Sex und das ich weiß nicht was. Das professionalisiert sich ja auch alles. Guck dir mal hier die Joyce an, die macht ja schon richtig fast professionelle Sendungen. Und die ist bei ProSieben. Also, sorry, das sind, also auch wenn ihr das so glaubt, auch die Gronks, die sind alle bei ProSieben Media unter Vertrag. Ich meine, die haben Fernsehen als Unterstützung. Was erwartet ihr da? Die sind halt nicht nur hier unterwegs und müssen mal beim anderen Kanal gucken, um Werbung zu machen, sondern die haben halt wirklich die gesamte Media-Welt, um unterstützt zu werden. Und die ganze werden. Kraft dazu auch, die Media-Kraft. Media-Kraft. Ein Vorspiel. Ja, also das ist schon super professionell und das kann man nicht mal aufholen in solchen kleinen Kanälen wie wir hier. Bei ganz vielen anderen ist es halt tatsächlich so, dass die halt sagen, ey, ich werde jetzt YouTuber, ich habe dann halt die Massen, die mich bejubeln irgendwie und stellen nach einem halben Jahr fest, ich habe irgendwie gerade mal 10, die es gucken und das ist meine Mutter, mein Vater und meine 4 Brüder und noch ein paar Kumpels. Und es ist Schweinearbeit. Und stellen dann fest, es ist Arbeit und dann gibt es noch Leute, die mäkeln und Sound ist scheiße, Bild ist kacke, mach mal was anderes. Mach mal normal. Mach mal normal. Kennen wir ja irgendwo her. Weil wir ein anderes Bildformat haben und alle sagen, schon aufgefallen? Ey, mach mal Standard. Ey, könnt ihr nicht eure Bilder klein oben in die Ecke setzen? Am besten ganz weg. Oder könnt ihr nicht das Bild irgendwie so proportional irgendwie anders machen? Nee, das ist nämlich proportional genauso gerechnet. Anders kann man das gar nicht darstellen. Das nennt sich Mathematik. Du wolltest doch mal so ein Dingsbums-Video machen. Ja, habe ich Zeit? Nein. Siehst du? Haben wir beide nicht. Ich wollte mal so ein Erklärbär-Video machen, warum die Formate so sind, wie sie sind, weil wenn man das 1920 mal 1080p proportional verkleinert, das heißt ein Gameplay, dann ist das halt so die Größe unten und zwei davon nebeneinander sind genau die Breite. Dann hat man oben diesen Balken und da sitzen wir ja ganz simpel. Erklärbär-Video fertig. Hey! Das Rauschstein extra nochmal rausbringen. Ja, cool. Ich hab's geschafft. Das ist doch ganz geil. Im Prinzip ist es was? Das Hobby, ich muss es ja auch noch beantworten. Achso, du musst auch noch beantworten. Das Hobby, wir haben tatsächlich seit gefühlten 1000 Jahren zocken wir zusammen und er hat halt noch einen anderen Kanal und hat irgendwann gesagt, lass uns mal Let's Play machen. Ich sage, okay, bin dabei. Einfach so, natürlich hofft man irgendwann mal, dass die Leute sagen, ey, ich finde das geil, was du machst, so diese Feedback und tatsächlich auch so ein bisschen so das Lob, was man vielleicht sonst so nicht so irgendwo kriegt, dass Leute sagen, ey, ich finde das cool, was du machst, ich bin dabei und ich bleib auch dabei und so. Das ist halt das, warum man es macht und auch machen sollte, finde ich. Ja, das ist cool. Also das Feedback ist immer geil. Also, weil nur für uns, ich meine, wir können sonst die Videos auch drehen und gucken die bei uns zu Hause am Fernseher an, das ist es aber nicht. Also deswegen sind wir ja nicht auf YouTube. Achso. Weil wir wollen schon das Feedback haben. Ansonsten könnten wir das echt bei uns im Keller machen und irgendwie auch nur im Keller gucken. Ja, also laden ein paar Freunde ein und sagen, hier, guck mal, geil. Haben wir ja lange Zeit gemacht. Haben wir gemacht? Im Keller eingeladen? Nein, aber nur für uns quasi nur ja. gespielt. Genau. Und kommen jetzt mal in die weite Welt hinaus. In die weite Welt hinaus. Die weite Welt. Die globale... To infinity and beyond. Was hältst du von Sub for Sub?
Sex von Sex und Sex. Sub, sub und sub. Was halte ich immer so? Dieses Gezwungene, das ist doof. Also so, gib mir einen und ich gebe dir einen zurück oder so, das ist doch scheiße. Aber wenn einer sagt, hey du, ich habe dich gerade abonniert und ich gucke mir den Kanal an, der ist auch geil. Und ich schaue den gerne an. Wer mich kennt, weiß, dass meine Antworten nie so einfach sind. Also erstmal, es gibt verschiedene Antworten von Sub for Sub. Also es gibt sogar die Möglichkeit dafür zu bezahlen. Da gibt es dann ja, so. Das geht schon mal gar nicht. Weil dann gibt es auch im Sub for Sub zwischen den Kanälen sehr unterschiedliche Arten. Da gibt es die Leute, die schreiben, ey, ich finde deinen Kanal geil, guck mal bei mir und abonniere mich, ich habe die auch geliked. Mhm. Wo ich erstmal sage, er hat mich geliked, ich soll ihn abonnieren. Ja, cooler Deal. Cooler Deal? Fällt dir was auf irgendwie? Doppelter IQ, da kein Geld zurück. bei anderen merkt man auch, der hat dich nicht mal geliked, weil das Video hat null Likes und das bleibt auch bei null Likes, wo du dann sagst, ja, nee, ist klar, merkst du selbst. Oder ich hab dich abonniert, abonnier mich auch und du stellst halt fest, nee, da hat keiner abonniert, das ist halt so. Die checken das. Das ist, wenn du halt nicht weit über 1000 Abonnenten hast, dann hast du deine Abonnenten halbwegs noch so im Kopf. Wir kennen und sie weißt alle. Halt auch, wer da wie wann wo und so, ne? Wir wissen, also, wo ihr wohnt. Ich weiß, wo dein Haus steht, ne? So. Also das ist, wo ich dann sage, ich merke genau, der hat das Video nicht angeguckt. Das ist ein Spruch. Meistens sogar landet der im Spam-Ordner, weil der kopiert wurde und unter zig Kanäle eingesetzt wurde. Und mal zur Erklärung. YouTube sagt dann halt, ey, kopierter Text, ey, das ist ja Spam, den das machen wir mal als Spam. Das geht ganz fix. Ganz simpel. Das geht rucki-zucki. Also merkst du schon, der hat das bei zig Kanälen gemacht und hat auch keinen Bock da wirklich sich das anzugucken. Das musste schnell gehen, 20 Kanäle irgendwie drunter kopiert, fertig. Suche aufgerufen, klick, bomb. Finde ich immer schade. Also das ist, finde ich, auch so eine Sub for Sub lohnt sich nicht. Denn gibt es halt welche, die schreiben irgendwie bla bla bla, das finde ich gut, das finde ich nicht gut, bla. Und würde mich freuen, wenn du mal bei mir vorbeiguckst. Ist das Sub for Sub? Erste Frage. Ist eine freie Wahl, ob ich hingehe oder nicht. Genau. Es ist nicht so dieses, ich habe dich abonniert, abonnier du mich jetzt. Das ist eigentlich für mich das Sub for Sub. Aber dieses, ich finde das cool, was du gemacht hast und schau mal bei mir vorbei, hängt davon ab, was er sonst so geschrieben hat. Wenn das nur ein cooles Video, guck mal bei mir, ich mache auch geile Videos. Oder, bitte, schau mir vorbei, bitte, ich genau. Brauch dich unbedingt. Das ist es halt auch nicht. Und bei anderen ist es ganz häufig auch so, da ist es nicht mal Sub for Sub, der schreibt einfach nur einen coolen Kommentar und dann gucke ich da trotzdem hin. Und dann entscheide ich halt, ob ich den abonniere oder nicht und gut ist. Also freie Wahl. Dieses gezwungene Sub, also ich finde, natürlich kann man darüber im Zweifelsfall seine Abonnentenzahl erhöhen. Aber jetzt sind wir wieder bei so einem anderen Thema. Die reinen Abos sind es nicht. Also es gibt, wer es nicht weiß, unter den vor allem kleineren Kanalbetreibern, es gibt eine kostenlose YouTube Academy. Da kann man so die Basics, also wirklich nur das Unterste lernen, wie rechnet YouTube bestimmte Sachen, was ist wichtig beim Kanalaufbau, was muss man da machen. Und wer die mal besucht hat und so ein Seminar da gemacht hat, das ist alles online, also braucht ihr nicht hinfahren oder sowas, dann wisst ihr, dass dieses Ranking, um überhaupt gefunden zu werden in diesen Suchmaschinen bei YouTube, das besteht aus mehreren Facetten und die Hauptfacette ist Zuschauerbindung, heißt, wie lange wird euer Video angeguckt, in Minuten tatsächlich. Weil YouTube geht davon aus, je länger so ein Video guckt wird, desto besser ist das, desto interessanter ist das, desto höher steigt ihr im Ranking. Danach kommen erst viele andere Sachen, wie viele Interaktionen haben stattgefunden, wie viele Likes haben stattgefunden, Dislikes haben stattgefunden, Kommentare wurden geschrieben, bla bla bla. Und erst dann irgendwo kommt, wie viele Abonnenten hat der Kanal eigentlich. Eigentlich ist diese Abonnentenzahl unter Kanalbetreibern der Schwanzlängenvergleich. Ey, ich habe 500 und du, ey, ich habe nur 100. Das lässt sich auch einfach so leicht vergleichen, sag ich mal. Ne? Genau, weil alles andere, ey, wie viele Minuten wurde in deinen Videos in den letzten 28 Tagen angeguckt? Warte mal. Ich muss mal kurz gucken. Das ist halt eigentlich die schlechteste Zahl fürs Ranking, weil auch YouTube sagt, ja, wir haben halt zig Kanäle gefunden, die haben halt 1000 Abonnenten, aber irgendwie 500 Aufrufe und Guckzeit sind 3 Sekunden. Ja. Der Kanal ist schlecht. Ja, es gibt auch ganz unterschiedliche Kanäle. Also jetzt Let's Play-Kanäle sind aber relativ ähnlich. Da kommt regelmäßig neuer Content nach, also neue Videos. Und bei anderen Videos, dass sich da einer mal ein Video in der Woche reinstellt und das ist was ganz Besonderes, dann kann natürlich da ganz hohe Aufrufzahlen und ganz lange Laufzeiten, also Zuschauerbindung auch. Also das ist manchmal auch der Grund, wenn ihr selber mal nach
einem Titel von einem Game googelt, bei YouTube Suche danach sucht und da stehen auf einmal Kanäle vor euch, die haben irgendwie gar keine Abonnenten, vielleicht 3, 4, 5, haben vielleicht auch 0 Kommentare da, aber die haben dann tatsächlich die Aufrufe und die Guckzeiten. Das heißt, da haben die 20 Leute, die das Video geguckt haben, haben es komplett von vorne bis hinten durchgeguckt, während euer Video vielleicht von 100 Leuten nur für 3 Minuten geguckt wurde, obwohl es ein 30-Minuten-Video ist. Dann ist der andere vor euch gerankt, weil er hat einfach die bessere Zuschauerbindung. Da kommt noch Text hinzu. Also ja, also ganz, ganz viele Facetten, aber oberstes ist die Zuschauerbindung. Die Abonnenten sind tatsächlich ganz, ganz weit unten zu welche Text und welche Texte und bla bla bla. Also Sub for Sub gezwungenermaßen, ich muss das machen. Nö. Sollte es ein Mindestalter für YouTuber geben? Also es ist tatsächlich ein bunter Mix aus simplen Themen und sehr... Klares Nein. Jeder sollte Videos machen dürfen und sie auch publizieren dürfen. Wenn man natürlich unter 18 ist, braucht man eine gewisse Rückhalt natürlich von den Eltern, die dann auch das erstmal erlauben und vielleicht auch ein bisschen stützen. Ein bisschen helfen, hey, welche Rechte habe ich denn überhaupt, was darf ich überhaupt machen, Musik von irgendwoher nehmen und da rein, geht gar nicht. Also ich habe gerade auch wieder gedacht, wie kann ich da wieder so eine meiner so entweder oder faulig, weil so einfach sind, die Welt ist leider nicht schwarz und weiß. Ja. Und insofern, ich fühlte mich so ein bisschen an Hundebesitzer, an Eltern und so erinnert, so mit Hundeführerschein und Elternführerschein. Ja, und genauso für YouTube, es hat eigentlich nur was mit einer eigenen Reife zu tun. Es hat nichts mit dem Alter zu tun. Mhm. Aber zu einer Reife gehört... Also zum Beispiel gehört unreif. Eben. Wir dürfen gar nicht einen Film machen hier, oder? Also es ist völlig egal. YouTube ist im Prinzip eine Form, sich auch künstlerisch auszudrücken. Regisseur, ne? Der Regisseur der Filme. Ja. Genau. Aber man muss halt so eine Reife haben und dazu gehört halt einfach Musikvideos klauen bei anderen und Musiktitel klauen, hat echte Probleme, kann das mit sich führen. Das muss doch nicht mal geklaut sein, ich sag mal, wissentlich geklaut, weil naja, man geht unbedarft Reife, das ist wieder so ein Thema, ja. Man geht unbedarft daran, sagt, das cooler ist Song, eben den will ich haben. Unreif, wenn man das machen will. Das sind Rechte anderer. Ne? Sollte man sich mit einem Thema beschäftigen, das ist das, was ich mit Reife meine, wenn man sich für etwas entscheidet und das machen will, sollte man schon sich mit den Pros und Kontras und was gehört dazu. Und dazu gehört eben nicht, ey, ich zock mal irgendein Game und nehme dabei irgendwie ein cooles Lied im Hintergrund auf und lager das da auch voll muckelmäßig drüber und wundere mich dann, ey, mein Kanal ist gebannt worden. Ey, warum denn? Verstehe ich gar nicht. Und weg. Ja, also gibt es leider immer wieder und auch so mit diesen es ist alles problematisch, in Deutschland vor allem. Ja. Und auch das ist alles Kokolores und auch über GEMA und so brauchen wir nicht reden. Ich glaube, da haben wir alle eine ähnliche Meinung. Aber es ist geltendes Recht und machen wir uns nichts vor. Wir hatten das Thema Sub for Sub gerade letzten Endes. Wenn YouTube das will, fliegt jeder, der das macht, sofort raus. Ja. Die machen einen Suchalgorithmus an, wo das Wort Sub for Sub oder ey, abonnier mich drin steht und dann sagen die alle gebannt. Bups. Das Recht haben die, steht in den AGBs, könnt ihr nachlesen. Ist so. Ist machen nicht. Sie nicht, aber sie könnten. Muss man wissen. Könnten. Nächste Frage. Wann nimmst du auf und wann gehst du ins Bett? Und vor allem mit wem? Und wie oft? Hat die Frage überhaupt einen Zusammenhang? Also, ich glaube, wieder mal so einer, der sagt, ey, ich komme aus der Schule und nehme danach auf, bevor ich meine Hausarbeit mache. Dann gehe ich um 2 Uhr ins Bett. Und dann mache ich Hausaufgaben. Passt auf uns nicht so ganz. Also. Nee, wir sind ganz ein bisschen anders. Wir nehmen hier wirklich ein Stück auf. Wir haben einen Aufnahmetag in der Woche, weil wir sind berufstätig. Wir machen noch andere Sachen, außer wir gehen nicht in die Schule. Und haben die Schule des Lebens. Nachmittags auch keine Zeit dafür. Also einen Tag in der Woche ist unser Hobbytag und wir kommen hierher und bauen auf, wir nehmen auf und gehen dann halt 18 Uhr mal nach Hause. War so, ne? Ja, und wann gehst du ins Bett? Regelmäßig so gegen 11 Uhr. Okay. Mit wem haben wir nicht beantwortet, aber das kannst du mir denn du auch machen. Ich bin ganz allein. Ja, zum Aufnehmen kann ich nur dasselbe sagen. Einmal in der Woche, das ist bei uns der Sonntag, weil der Rest. Das würde mich komisch sein, wenn das jetzt anders wäre. Genau. Dir. Und ins Bett ist, also ich würde jetzt auch sagen, irgendwas, je nachdem, weil ich bin so ein bisschen auch von meiner Partnerin da abhängig. Ihr versteht mich, hoffentlich. So zwischen. Wann die mal ins Bett gehen möchte. 10 und 24 Uhr, also 22, 24 Uhr. Irgendwie. Und dadurch, dass sie so einen Job hat, wo sie früh aufstehen muss, ist morgens um 6 für mich die Nacht vorbei. Das ist so. Was machst du beruflich? Ja, cool, das passt ja gut da rein. Gut ist das?
Vertriebsleiter bei einer Softwarefirma. Also was auch wieder zeigt, dass sogar auch Leute, die mit Anzügen rumlaufen und auch mal Krawatten tragen oder so, auch mal coole Leute sein können und auch tatsächlich irgendwie sich mit nerdigen Hobbys oder so beschäftigen. Alles, glaube ich, das geht. Funktioniert. Ich trage ganz selten Anzug. Also wenn ich manchmal mal Kunden bin, klar, ne? Und unsere Kunden sind auch manchmal auch im Ausland. Das ist auch geil. Fährst ein bisschen rum. Ja, wobei das Nervigste ist, man glaubt ja immer, dass wenn man so Dienstreisen hat, hey cool, da und da warst du. Ja, meistens ist man denn da, hat den ganzen Tag Besprechung und abends fliegt man wieder zurück oder mit dem Zug oder Auto wieder weg und sagst, also ich war letzte Woche auch in Madrid, aber ganz ehrlich, ich habe von der Stadt nichts gesehen. Also meine geilste, ich war auf einer Messe. Meine geilste Reise war nach Japan, 3 Tage. Ja, super. Einen Tag hin. Jetlag. Dann habe ich einen Tag Meeting gehabt und ich wollte am nächsten Tag wieder zurück und dann war ich auch zurück. Also das war, ich war so alle und ich konnte im Flugzeug nicht schlafen, das war das Beste. Ja, ich bin ein Zombie. Aber alle sagen, ey geil, du warst in Japan. Ey, ja, ganz geil. Genau. Madrid, ja, super. Ich war ein paar Mal schon da, also das ist okay. Aber ja. Das war ein Trip, meine Fresse, gar nicht, ey. Na, egal. Achso, was mache ich beruflich? Bin seit 10 Jahren selbstständig, 15 Jahre angestellt. Oh, jetzt sagen wir doch was zum Alter. 15 Jahre angestellt, 10 Jahre selbstständig. Hört sich verdammt scheißen lang an. Habe eine Vertriebsberatung, also eine Unternehmensberatung mit dem Schwerpunkt Vertrieb und ein paar Angestellte und so, also nichts Wildes. Brot oder Brötchen und was machst du drauf? Das physikalische Brötchen? Woran denkst du denn jetzt? An die Brötchen? Na, ich hätte auch so ein das Brötchen so im Geldbeziehung sein. Also ich verdiene meine Brötchen, weißt du? Okay, Brötchen. Brot oder Brötchen? Okay, was machst du drauf? Okay, da denkst du an ja, was? Ja, wo wir gerade beim Job waren, deswegen. Ja, das ist, springt hier hin und her. Ja, ich und merke das. Irgendwie so. Lieben gern Brötchen, esse aber normalerweise Brot. Und wenn ich ein Brötchen habe, tue ich da Streusel drauf. Schokoladenstreusel. Okay. Ich wusste schon immer, dass du anders bist. Danke. Was übrigens nicht dabei steht, ich kaufe mir regelmäßig am Wochenende 2 Sesamringe. Das sind also Ringe. Und was ist das? Ist ein Brot oder ist das ein Brötchen? Davon ernähre ich mich dann die Woche. Die ganze Woche? Sesamringe? Ja. Wir reden mal über einseitige Ernährung. Es kommen unterschiedliche Sachen. Ach so. Okay. Ich dachte... Also Brot oder Brötchen und was machst du drauf? Okay, ist wieder mal eine meiner typischen Antworten. Es hängt davon ab. Weil es ist, es gibt Belag, wenn wir bei drauf sind. Nicht wissen, zum Beispiel, nein, zum Achtung, Beispiel Marmelade finde ich eigentlich nur cool auf Brötchen. Auf Brot Marmelade ist nicht so meins. Wurst zum Beispiel geht bei beiden. Käse mag ich lieber auf irgendwie Schwarzbrot oder so. Tut mir leid, deswegen hängt davon ab, was bietet ihr mir an Aufschnitt an, dann entscheide ich das. Das ist kompliziert. Ich weiß, dann entscheide ich das. Aber letzten Endes bin ich tatsächlich ein Allesesser. Ich könnte das alles, egal wie ihr es mir hinstellt, essen. Aber wenn man mich fragt, würde ich eher so Kombinationen wählen, wo ich sage, das finde ich total cool. Oder so mit Käse und dann noch ein bisschen Erdbeermarmelade. Tellerkäse. So. Geil, finde ich cool. Ja, das waren 9 Fragen und, das war's jetzt und 18 schon. Antworten. Ja, das war's. 18 Antworten. Ja, jetzt müssen wir noch irgendwie einen taggen. Und da bietet sich eigentlich Es bietet sich an? Ja, es bietet sich an, sich mal den Markus zu nehmen von Kellys Kanal. Und wir nehmen den Crazy Memphis von Memphis Playing. Ich erwarte ein crazy Video. Yo. Ja, links unten nochmal in den Kommentaren drin. Die fragen natürlich auch und wir sind durch, ne? Wir sind sowas von durch. Also wer uns kennt, weiß, dass wir eigentlich völlig durch sind. Also, ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Tag. Also taggt uns, stellt uns auch so Fragen, ja, was immer euch einfällt. Immer her damit. Wir machen das extrem gerne und ihr seht ja auch, wir nehmen da irgendwie kein Blatt vom Mund. Also insofern, taggt uns, schreibt uns Fragen. Wir machen da immer lustige Videos von. Da hoffen wir, dass sie. Also ich hoffe, dass die. Sind die lustig? Nein. Du bist so lustig. Wir machen da Videos von. Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.